Servus Freunde und willkommen auf unserem Kanal. Es ist Freitag und das heißt, es ist ein weiteres Video am Start. Heute machen wir wieder einen Technik-Part und zwar habe ich von Bugatti was gekriegt, was ich mir umbauen kann. Wir haben hier einmal die AK Sportversion in der normalen Holzversion. Mündungsfreier Dämpfer fehlt schon, weil da ein Schalldämpfer dran ist. Und zwar, wir wollen hier das Abzugsverhalten ein bisschen verbessern. Und dementsprechend habe ich von Bugatti was gekriegt. Das Headset seit 3 Wochen verfügbar und ich will wissen, ob sich das Ansprechverhalten mit der ASCU Gen 5 für die V3G-Boxen deutlich verbessert. Legen wir los und nach dem Intro gleich mal los. Ja, okay, viel Spaß. Schauen wir uns erstmal, wie immer, den Lieferumfang, ja, hört sich doof an, den Lieferumfang von der ASCU an. Dafür lege ich mal die Waffe mal kurz auf Seite und schauen uns die ASCU an. Die ASCU kommt in diesem weißen Päckchen, gibt es, wie gesagt, in der Generation 45, in der internationalen Version, also mit programmierbaren Moffett, als auch in der deutschen Version, das habe ich jetzt hier. In der nicht programmieren MOSFET. Auch für Version 2G-Boxen, Version 3G-Boxen ist dieses bei Bugatti verfügbar. Link natürlich in der Videobeschreibung. Schauen wir mal rein. Also, wir haben auf jeden Fall erstmal einen Manual, also eine Bedienungsanleitung, wie man das Ganze einzubauen hat, beziehungsweise wie es einzubauen sein soll, wie man das macht, etc. Ist auf jeden Fall schön bebildert. Ich zeige es euch jetzt mal. Ist alles auf Englisch gehalten und eigentlich gut verständlich. Damit sollte man eigentlich keine Probleme haben. Dann schauen wir mal rein, was drinnen ist. Wir haben natürlich die Haupteinheit der ASCU haben wir hier mit dem Untersystem. Hier ist auch der erste Unterschied im Vergleich zur internationalen Version. Bei der internationalen Version wären hier 2 graue Böppel, die dann, wie gesagt, den Feuermodus sich einstellen lassen. Das ganze Ding kommt dann hier unten so drauf, aber das werdet ihr selber in der Montage dann noch sehen. Es ist jetzt von Haus aus DIN-Stecker verlötet. Gut, kann man dann auf Tamiya oder Quatsch, Tamiya ist ja. Es ist Tamiya, kann man später noch auf DIN-Stecker abändern. Dann haben wir noch ein paar Kleinteile dabei. Wir haben 2 Selektorplatten, einmal für AK, einmal fürs G36. Für Modelle, die auch eine Version 3G-Box verwenden, aber eine andere Selektorplatte haben. Da müsste da halt zum Beispiel eventuell die Selektorplatte bearbeiten. Dann haben wir eine Feder, die haben wir hier. Wenn ihr das seht, guck mal ran, genau, da hier. Diese Feder ist für den Kunststoff Cutoff. Der wird auch zwingend benötigt, dass man den einbaut. Der Metall würde sonst die Elektronik beschädigen. Und dann haben wir hier hinten noch so ein, was auch immer das ist hier. Ich glaube, das ist mehr so ein Scheuerschutz hier, das kleine Teil hier. Das wird dann mit Sekundenkleber auf die Abzugseinheit geklebt und damit den Abzug zu schonen. Gut, geht uns erstmal nichts an. Wir müssen auf jeden Fall erst schon mal die Waffe zerlegen. Und das machen wir jetzt. Ja, könnte man eigentlich im Zeitraffer machen, oder?
Oh, wir haben die Box zerlegt. Ich werde jetzt halt erstmal die Shims auf den jeweiligen Sektor-Gears bzw. auf dem Spur-Gear bzw. auf dem Bevel-Gear befestigen, damit ich da nicht durcheinander komme. Dann werde ich die Gearbox mal komplett reinigen und werde Waffenfett, also mein Teflonfett auftragen. Damit bin ich immer bis jetzt recht gut gefahren und schmiert auch langfristig. Ich mag dieses grüne China-Fett immer nicht so. Und ja, da werden wir erstmal das machen. Dann werde ich sie mal kurz anpassen, ob sie gleich von Anhieb reinpasst. Und dann melde ich mich gleich wieder. Jetzt habe ich sie eingefasst, also das Unterteil. Und mir ist gleich aufgefallen, dass das jetzt gerade bei ihr, bei der Version, also bei der Klima AK, ich weiß nicht, ob es bei anderen anders sein wird, gar nicht so einfach ist. Ich erkläre es euch mal kurz. Und zwar, wir haben es jetzt hier eingefasst, das Ganze, den Cut-off, den Kunststoff-Cut-off, ganz normal mit der Schraube, wo die alte auch befestigt worden ist. Bei dem Kunststoff-unteren Teil ist mir allerdings aufgefallen, dass hier oben eine Öse für die Schraube ist. Und bei der normalen ist hier aber keine. Das heißt, man bräuchte hier auf jeden Fall eine kleine Schraube, die die Switch normalerweise hält. Jetzt ist mir bloß aufgefallen, dass diese Schraube relativ weit rausragt und die Tappet Plate sozusagen nicht mehr original reinpasst. Man müsste da wahrscheinlich eine richtige Originalschraube verwenden. Ich habe es jetzt mal ein bisschen modifiziert, und zwar habe ich die Schraube den Kopf ein bisschen abgefräst und von der Tapplate, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, auch leicht angeschrägt. Somit läuft jetzt wieder flüssig da drinnen, ist überhaupt kein Thema. Ja, ist ein bisschen mit ein bisschen Arbeit verbunden, aber wenn das Resultat passt, war es das wert. Gut, dann machen wir weiter mit der Verkabelung. Und ihr könnt zuschauen oder vorspulen, je nachdem. So, haben wir das gute Stück drin. Ihr habt es gerade gesehen, ich hatte ein bisschen zu kämpfen mit dem Einbau. Und zwar die Kabel. Also es gehen ja an und für sich drei Kabel raus, die an der Hauptplatine hier unten befestigt sind. Und das ist ein bisschen widerspenstig, das gute Stück. Aber nichtsdestotrotz haben wir es jetzt geschafft. Ja, dann war es das hier eigentlich auch schon mit der Elektronik? Ich werde es jetzt komplett zusammenbauen. Wundert euch nicht, wenn ich jetzt andere Teile verbaue, weil ich habe mir gedacht, wenn ich sie einmal offen habe, mache ich sie auf langfristig. Feder bleibt aber gleich, also es wird sich nichts von der Energie ändern. Und ja, für die Energie ist bei der 1,7 sollte man nichts falsch machen. Ne? Also wie gesagt, bei den Kabeln übelst aufpassen, dass die nicht abreißen, aufscheuern oder sonst was. Gerade bei der V2 ist das ein Thema, was die ASCU sehr anfällig macht.
Entschuldigung. Und ja, dann würde ich sagen, bauen wir sie fix mal zusammen. Und dann schauen wir mal, ob der Abzugsweg, das Abzugsverhalten was gebracht hat. So, habe ich die ASCU jetzt, wie gesagt, eingebaut, wieder zusammengeschraubt, das Ganze. Und ja, jetzt ist natürlich das Teil, wie hat sich das Anspruchsverhalten verbessert. Dazu blende ich euch jetzt kurz mal die Vorher-Version ein, einmal mit 7,4 Volt. Und einmal mit 11,1 Volt. Merkt gleich, der Schuss kommt wesentlich schneller. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, und zwar mit der ASCU. Ich nehme meinen 7,4 Volt. Ich muss jetzt den nehmen, weil mein anderer ist leer, dass es mir auch glaubt. Ja, einfach mal da ist es. 7,4 Volt. 2000 Milliampere, ganz normal wie der andere auch. Gut, dann stecken wir es mal an. Ihr habt das Tönen, das Knarzen, Kreischen, Vibrieren, was auch immer, habt ihr gehört. Das heißt, die ASCU wäre jetzt dann einsatzbereit und könnte feuern. Wir stellen den Switch auf Semi-Automatik, ist ja hier nichts anderes möglich. Und dann schauen wir doch mal. Also man sieht, auch mit 7,4 Volt hat sich das Anspruchsverhalten deutlich gebessert. Also ich muss sagen, es ist im Vergleich zum Vorherigen kann man es mit einem 11.1er vergleichen. So sehe ich das jetzt. Also es ist auf jeden Fall eine Investition wert, aber der Vollständigkeit halber machen wir das Ganze noch mit 11,1 Volt. Wir stecken den 7,4er ab und nehmen uns den 11,1 Volt Akku und stecken diesen jetzt an. So, dann warten wir auf das Vibrieren. Da ist es, und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Jetzt geht die Switch nicht so und stellen sie auf Semi. Also man sieht auch hier deutlich Verbesserung vorhanden. Man hat beim Abzug auch ein spürbaren Druckpunkt. Meines Verhalten, also meines gefühltechnisch geht der Trigger zu weit nach hinten. Da müsste man vielleicht noch Bearbeitungen machen. Aber für meine Verhältnisse langt es so, und ich möchte es auch nicht mehr haben. Und dementsprechend würde ich es jetzt dazu lassen. So, wie gesagt, ASCU ist ready for Takeoff. Das Einzige, was mir jetzt noch ein bisschen blöd erscheint, und zwar, ich habe, wie ihr es gesehen habt, die AK, wo der Akku im Schaft untergebracht ist. Ja, ihr seht schon. Also das Kabel ist ein bisschen doof gelöst. Da muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Da will ich um Löten nicht herumkommen, um das Ganze hinten in den Stock reinzukriegen. Aber das soll nicht meine Sorge sein. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug wieder in die Technik gefallen. Was die ASCU betrifft, ist bei Bugatti in den ganzen Versionen erhältlich. Verlinke ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung, genauso wie die AK und die zugehörigen Tuning-Teile, die ich verbaut habe. Ansonsten, wie gesagt, ich wünsche euch in der Hinsicht ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Euer Heubi FV. Ciao.